Herzlich willkommen zu diesem Video zum Windows Movie Maker in der Version 16.4. Was ist Windows Movie Maker? Windows Movie Maker ist ein Videoschnittprogramm, das kostenlos von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. Kostenlos insofern, wenn man sich eine Windows-Version zugelegt hat. Wir werden uns jetzt hier eine Windows-Version anschauen, diese Version 16.4. für Windows 8. Die Funktionsweise dieser Version 16.4 wird dann auch sicherlich bei Windows 10 ähnlich sein und auch bei Windows 7. Hier haben wir bei Wikipedia einen kurzen Überblick zu den verschiedenen Versionen. Das heißt, die erste Version von Windows Movie Maker kam im Jahr 2000 heraus. Jetzt haben wir ja schon einige Jährchen ins Land ziehen lassen und wir haben mittlerweile hier jetzt die Version 16.4. Man sieht hier, was sich hier alles getan hat. Zusätzliche Informationen zum Windows Movie Maker bekommt man auch bei der Webseite von der Microsoft selber. Hier unter windows-microsoft.com, die IDE, Windows Live, Movie Maker. Und hier bekommt man einzelne Anleitungen zu bestimmten Dingen, wie man jetzt diese Videos importieren kann oder bearbeiten kann, wie man hier einzelne Designs sich auswählen kann, wie man Filme teilen kann und so weiter. Als nächsten Schritt werden wir dann besprechen, wo man diesen Movie Maker herunterladen kann.